niederländischen Sicherheitsgipfel mit Bundesminister Magister Hans-Peter Doskozil ging es um die Zusammenarbeit mit den Blaulichtorganisationen, dem Innen- und Verteidigungsministerium und allen Organisationen, die mit Sicherheit zu tun haben. Es wurden 5 Punkte beschlossen, darunter verbesserter Informationsaustausch zwischen den Einsatzkräften, schnelle Integration von Einwanderern, Umstrukturierung des Bundesheers im Burgenland, Übungen der Einsatzorganisationen und Effizienzsteigerung in kritischen Situationen. Außerdem soll das Thema Sicherheit kein Wahlkampfthema werden. Sehr geehrter Herr Minister, Herr Landeshauptmann, Stellvertreter, Herr Generaldirektor, Herr Landespolizeidirektor, Herr Landesmilitärkommandant, meine sehr geehrten Damen und Herren, darf Sie alle sehr, sehr herzlich bei unserer gemeinsamen Pressekonferenz begrüßen. Es hat der Sicherheitstag oder der Sicherheitsgipfel im Burgenland eine schon lange Tradition. Eine lange Tradition, bei der immer wieder aktuelle sicherheitspolitische Ereignisse diskutiert wurden, einerseits, andererseits immer wieder auch gemeinsame Konzepte entwickelt wurden. Und ich finde es für sehr gut, richtig und auch notwendig, dass einerseits die Vertreter der Polizei, des Innenministeriums, der Verteidigungsminister, Militärkommandant, Polizeidirektor, der in der burgenländischen Landesregierung zuständige Landeshauptmann, Stellvertreter für den Sicherheitsbereich an einem Tisch sitzen und über aktuelle Ereignisse, über aktuelle Konzepte, aber auch über aktuelle Probleme diskutieren und in der Regel auch sehr gute Lösungen finden. Ich bin auch sehr froh darüber, dass wir schon vor Jahren diesen Sicherheitsgipfel eingerichtet haben. Vielleicht hat auch dieser Sicherheitsgipfel und die gute Zusammenarbeit zwischen den Einsatzorganisationen dazu beigetragen, dass das Burgenland das sicherste Bundesland ist, dass wir umgelegt auf die Einwohner eine sehr gute Statistik haben im Sinne der Bevölkerung. Das Burgenland ist das sicherste Bundesland, abwechselnd mit Vorarlberg. Wir zählen zu den sichersten Regionen in Europa und da ist natürlich auch in erster Linie der Polizei zu danken, den Polizistinnen und Polizisten, die sehr, sehr gute Arbeit leisten. Auch in Kooperation mit dem österreichischen Bundesheer wird hier sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Es wurden bei diesem heutigen Sicherheitstag einige sehr, sehr wichtige Punkte angesprochen. Es ist auch über die aktuellen Ereignisse in England gesprochen worden. Dieser Sicherheitsgipfel stand auch unter dem Eindruck dieses neuerlichen schrecklichen Anschlages, der sich vor 2 Tagen in Manchester ereignet hat. Und wir alle wissen, dass Terroranschläge es in Österreich noch nicht gegeben hat. Aber niemand kann garantieren und zu 100% ausschließen, ob es nicht im Umfeld von Österreich oder in Österreich Anschläge gibt, sondern es geht darum, dass man entsprechende präventive Maßnahmen setzt, dass die Sicherheitskräfte darauf vorbereitet sind und das in enger Abstimmung miteinander und untereinander. Wir haben 5 Punkte besonders hervorgehoben. Punkt 1 betrifft eben, wie ich bereits gesagt habe, die Anschläge der letzten Monate in Europa und die damit verbundenen Krisenlagen und die Gesamtsituation auch innerhalb und auch außerhalb der Europäischen Union, denn das ist natürlich auch aufgrund der internationalen Entwicklungen zu sehen. Ziel ist es auch, die Abstimmung der Informationswege und die Führungsfähigkeit in einer derartigen Situation auch entsprechend zu sichern. Wir haben uns auch vorgenommen, gerade wieder im Herbst, wenn der nächste Sicherheitsgipfel stattfindet, über die noch bessere Gestaltung der Kommunikationswege ein Konzept vorzulegen, um das weiter zu verbessern. Auch hier gibt es Handlungsbedarf. Ein weiterer Punkt ist die verstärkte Integrations- und Vernetzungsarbeit von Flüchtlingsquartieren. Wir alle wissen, oder zumindest ist es auch meine Meinung, dass die Integration, wenn die Integration bzw. wenn die Zuwanderung größer ist als die Integration,
dann kann es zu Problemen kommen. Es geht darum, dass einerseits Kriegsflüchtlingen geholfen wird, dass auf der anderen Seite Maßnahmen zur Integration gesetzt werden. Dazu gehört natürlich in erster Linie, dass man Deutsch lernt. Dazu gehört aber auch, dass man einen Beruf erlernt, dass man auch beruflich integriert wird. Und es geht auch darum, dass die Flüchtlingsquartiere entsprechende Kontakte hergestellt werden, dass es eine Präventivarbeit gibt. Und eventuelle Problemquartiere sollen frühzeitig auch erkannt werden. Ein weiterer Punkt ist die Stärkung und die Umstrukturierung des österreichischen Bundesheers im Burgenland. Was uns natürlich aus Sicht der Landespolitik freut, ist einerseits im Bereich der Sicherheitspolitik die wichtige Aufgabe des Bundesheers, die geänderten Aufgaben des Bundesheers, auch im Bereich des Katastrophenschutzes, im Bereich des Assistenzeinsatzes, aber auch die internationalen Einsätze. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist auch die Tatsache, dass im Burgenland mehr als 300 neue Dienstposten auch geschaffen werden. Damit werden wir im Burgenland über 1000 Dienstposten schlussendlich liegen, und das ist ein sehr, sehr guter Wert, weil Arbeitsplätze und Jobs in allen Bereichen für die burgenländische Landespolitik von ganz großer Bedeutung sind. Noch größere, und das ist auch ein Punkt, Professionalität, Reaktionsfähigkeit im Bereich der Einsatzstruktur. Gerade der Beginn der Einsätze muss entsprechend noch besser, effizienter, professioneller gestaltet werden. Auch da gibt es konkrete Vorschläge, Arbeitsgruppen, Abstimmungen zwischen den Einsatzorganisationen, wie gerade die erste halbe Stunde, die erste Stunde professionell gestaltet werden soll. Und ich möchte noch den fünften Punkt anfügen, der von zentraler Bedeutung ist und unmittelbar mit der Sicherheit im Zusammenhang steht. Das ist die Effizienzsteigerung im Bereich des Schutzes kritischer Infrastruktur. Wir wissen, dass das österreichische Bundesheer gerade auch in Wien hier zusätzliche Aufgaben übernommen hat. Auch hier soll geprüft werden, wie kritische Infrastruktur auch im Burgenland im Katastrophenfall auch noch besser geschützt werden kann. Ich darf mich auch sehr herzlich bedanken für die Teilnahme. Es haben alle Einsatzorganisationen teilgenommen. Ich bedanke mich auch für die rege Diskussion, für die Diskussionsbeiträge, weil wieder einige Probleme angesprochen wurden, die wir auch bis schon zum nächsten Sicherheitsgipfel weitestgehend aufgreifen bzw. Konzepte vorlegen und schon in die Umsetzungsphase gekommen sind. Und um nur ein Beispiel oder einige Beispiele zu nennen, was haben die Sicherheitsgipfel in der Vergangenheit bewirkt? Da hat es schon die Forderung von Grenzkontrollen gegeben, die dann schlussendlich gekommen sind. Es hat die Forderung des Assistenzeinsatzes gegeben, der schlussendlich gekommen ist. Die Aufstockung der Polizei, wo wir dankenswerterweise permanente Ausbildungsjahrgänge im Burgenland auch haben. Das Innenministerium hat hier jedes Jahr wichtige Ausbildungslehrgänge im Burgenland und auch für das Burgenland, sodass auch immer wieder für Nachwuchs gesorgt wird. Das Burgenland gewinnt, wenn es starke Partner hat. Und ich glaube, dass der heutige Tag gezeigt hat, dass wir mit dem Vertreter des Innenministeriums, mit dem Herrn Generaldirektor und auch mit dem Herrn Verteidigungsminister starke Partner haben, wo wir sachlich, fachlich zusammenarbeiten wollen. Das, was dem Burgenland etwas bringt, das ist gut und positiv, das unterstützen wir. Das hat uns schon in der Vergangenheit ausgezeichnet, und diesen erfolgreichen Weg wollen wir auch in Zukunft weitergehen. Danke, Herr Generaldirektor, für diese gute Zusammenarbeit, auch stellvertretend für den Herrn Innenminister. Und danke dir, Herr Verteidigungsminister, dass du im Burgenland wichtige Strukturen setzt, dass du ein starker Partner für das Burgenland bist. Und beide zeichnet natürlich aus. Unser Burgenlandminister kennt das Burgenland natürlich, und der Herr Generaldirektor war jahrelang im Burgenland im Sicherheitsbereich auch federführend tätig. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man diese Situation des Burgenlandes auch versteht. Das ist, sage ich, nicht bei allen der Fall, das muss ich auch sagen, aber bei den beiden hier Anwesenden ist das der Fall, und deswegen ist auch die Zusammenarbeit eine sehr gute und ausgezeichnete, und ich bedanke mich dafür.
Ja, herzlichen Dank, Herr Landeshauptmann, Stellvertreter, Herr Generaldirektor. Ich darf mich zunächst bedanken für diese Initiative, dass immer wieder regelmäßig auch diese Besprechungen, diese Sicherheitsgipfel stattfinden, weil ich glaube, dass es ganz ein wesentlicher Part, nicht nur für uns Sicherheitsorganisationen, für alle, die in diesem Bereich tätig sind, Rettungskräfte, Feuerwehr, Einsatzkräfte, wichtig ist, sich auszutauschen, die aktuellen Trends zu beurteilen, vielleicht auch mit einem Blick in die Zukunft zu schauen, sondern dass generell das Thema Sicherheit ein ganz wichtiges Thema in unserer Gesellschaft ist, auch in der politischen Verantwortung ein wichtiges Thema sein muss, weil ohne Sicherheit viele andere Lebensbereiche sonst in dieser Art und Weise sich nicht entwickeln könnten. Und ich bin der Meinung, dass Sicherheit für diese allen, für den sozialen Wohlstand, für unsere Gesellschaft Basis für vieles sind. Ich glaube, dass es auf Bundesebene, auf Regierungsebene vor eineinhalb Jahren circa die richtige Entscheidung war, hier Veränderungen herbeizuführen. Natürlich geprägt auch durch die Ereignisse der Migrationskrise, geprägt auch durch die Ereignisse des Terrorismus, hier in Sicherheit zu investieren, einerseits im Bereich des Innenministeriums, aber besonders auch im Bereich des Verteidigungsministeriums. Wir haben diese Möglichkeiten in Angriff genommen, wir haben sie aufgenommen und haben uns in den verschiedensten Bereichen neu organisiert. Das wurde heute wiederum präsentiert. Das bedeutet, dass wir uns in vielen Bereichen spezialisieren in vier großen Brigaden, dass wir auch die Regionen entsprechend servicieren, und dieses Bild der Spezialisierung und der Regionalität wird auch repräsentiert im Burgenland, einerseits durch die spezialisierte Einheit in Güssing, die zur schnellen Brigade, zur leichten Brigade hinzukommt, Jägerbataillon 19, andererseits hier durch den Standort Eisenstadt, durch den Standort Bruckneudorf, die regionalen Herausforderungen, Katastrophenschutz, Miliz, Grundwehrdienerausbildung abdecken müssen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es nicht nur die Hülle wichtig ist, nicht nur die Rahmenbedingungen wichtig ist, die durch die Investitionen, durch die Möglichkeiten im Personal zu investieren, in Gerätschaften zu investieren, sich auch in verschiedenen technischen Bereichen weiterzuentwickeln, das Richtige war, sondern wenn es um das Thema Sicherheit geht, muss man auch in den einzelnen Zuständigkeiten und hier im engeren Sinn zwischen den Ressorts Inneres und Verteidigung auch entsprechend zusammenarbeiten. Ich bin froh, dass das in der Vergangenheit gelungen ist, dass es hier eine ausgezeichnete Zusammenarbeit auch persönlich mit dem Herrn Innenminister gegeben hat, auch zwischen den Ressorts eine gute Zusammenarbeit gegeben hat. Und wenn ich jetzt ein bisschen in der Vergangenheit gesprochen habe, dann gilt das auch für die Zukunft. Ich sage ganz klar, dass das Thema Sicherheit kein Thema sein darf, das wir hier in den Wahlkampf tragen, dass wir hier thematisch in den Wahlkampf ausbreiten, sondern das Thema Sicherheit muss eines sein, das sachpolitisch angegangen wird, das sachpolitisch gesehen wird und auch in Zeiten dieser Vorwahlzeiten jetzt hier an Inhalten gemessen wird. Das ist mein Credo, das ist auch mein Zugang, grundsätzlich Politik zu machen, und daher werden wir auch unabhängig davon, was auf politischer Ebene wann passiert, in diesem Segment ganz klar zusammenarbeiten und diese Linie auch weiter verfolgen. Ich glaube, wenn man die Sicherheitslage, und es wurde schon angesprochen, beurteilt, gibt es einige Herausforderungen, die unmittelbar, die vielleicht mittelfristig auf uns zukommen. Die große Herausforderung auch natürlich im Burgenland ein Thema ist der Terror. Wir haben es in den letzten Wochen und jetzt aktuell diese Woche gesehen, wie schnell ein Anschlag passieren kann. Wir haben immer gesagt, dass der Terror in Europa angekommen ist. Österreich liegt im Herzen Europas. Wir müssen uns damit konfrontiert sehen und auseinandersetzen, wie wir uns darauf vorbereiten. Einerseits, wenn ein Anschlag passiert, aber, und das ist auch die Herausforderung, wir müssen uns auch schon im Vorfeld, und das machen wir auch durch die Zusammenarbeit der Ämter, der Nachrichtendienste, hier möglicherweise Trends, Situationen zu erkennen, um auch vielleicht schon vorher in diesem Segment tätig zu werden und einschalten zu können. Die zweite, aus meiner Sicht, mittelfristig große Herausforderung ist die Migrationsthematik. Wir haben momentan eine Situation, wo wir durchaus mit der Entwicklung der Zahlen auf Bundesebene, nicht nur auf das Burgenland betrifft, aber auch auf Bundesebene, eine leichte Entspannung erkennen. Hat verschiedene Hintergründe, auch die Rechtssituation und die faktische Situation, was Ungarn betrifft. Andererseits auch
den Hintergrund, dass derzeit die Zusammenarbeit mit Italien, obwohl in Italien bis dato ungefähr 44-45% diesen Jahr mehr Ankünfte zu verzeichnen sind wie im letzten Jahr, dass diese Zusammenarbeit funktioniert. Aber es gibt, muss man auch sagen, es gibt kurzfristig keine Lösungswege, die mir die zu erkennen sind, wo europäisch hier geantwortet wird, wo europäisch reagiert wird, dass die Migrationsthematik, speziell was die Mittelmeerroute betrifft, hier in den Griff zu bekommen ist. Das heißt, man muss sich hier vorbereiten, man muss natürlich auch auf Szenarien vorbereitet sein, wie reagieren die anderen Staaten. Wir kennen diese Situation aus dem Jahr 2015, wenn Staaten isoliert, ohne Absprache mit anderen Staaten reagieren, was dann in weiterer Folge passieren kann, das darf nicht mehr passieren, und ich glaube, die Abstimmung zwischen den einzelnen Staaten muss gegeben sein, und man muss sich auf gewisse Szenarien auch mit dem Wissen des Jahr 2015 vorbereiten. Eine weitere Herausforderung, auch der Herr Generaldirektor wird das vielleicht erwähnen, ist natürlich der Cyberbereich. Das ist eine Riesenherausforderung für die verschiedensten Bereiche. Es gibt unterschiedliche Zuständigkeiten, sei es vom Bundeskanzleramt, sei es das Innenministerium, sei es das Verteidigungsministerium. Auch hier gibt es europäische Trends, wo diese Institutionen in Zentren enger zusammenarbeiten. Wir sind kooperativ in diesem Thema unterwegs, wir besetzen dieses Thema gemeinsam. Ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Aspekt. Man muss sich hier weiterentwickeln. Es darf nicht passieren, dass sich einzelne Bereiche, einzelne Institutionen selbst weiterentwickeln, sondern es muss das Wissen geteilt werden, es müssen die Mittel geteilt werden, und jeder für sich muss in weiterer Folge dann die Ergebnisse nutzen können. Ich glaube, das wäre der wichtige Weg, wenn wir dieses Thema, das ein wichtiges Thema ist, das nicht nur uns als Behörden, sondern auch grundsätzlich die Menschen in Österreich bewegen, wenn wir dieses Thema in den Griff bekommen müssen und wollen, dann müssen wir aus meiner Sicht hier auf anderen Ebenen zusammenarbeiten. Ich glaube, der Herr Landeshauptmann hat es schon gesagt, das Burgenland ist ein sicheres Bundesland, ist das sicherste Bundesland, nicht nur in Österreich, sondern auch regional bezogen, wenn man Europa und Regionen von Europa beurteilt. Ich glaube, wenn man, so wie ich im letzten Jahr, sehr viel international unterwegs ist, wenn man sieht, wie die Situation in Europa anderswo ist, dann muss man froh sein, nicht nur nach Österreich eine entsprechende Sicherheitslage zu haben, sondern hier auch speziell im Burgenland, wiewohl die Herausforderung als Grenzregion, als Schnittstelle zu den Erweiterungsländern durchaus eine ansprechende ist, glaube ich schon, dass wir durch die Zusammenarbeit auch hier regional, wie sie stattfindet, Landespolizeidirektion, Militärkommando, Einsatzkräfte, hier ausgezeichnet ist. Und das ist in weiterer Folge aus meiner Sicht das Ergebnis, das durchaus positiv ist und präsentiert werden kann. Und dieses Beispiel sollte für uns wirklich sinngebend sein, dass wir diese Art der Zusammenarbeit auch weiterführen auf anderen Ebenen, dass wir hier viel enger zusammenwachsen. Ich glaube, das ist die Herausforderung, denn ich bin fest davon überzeugt, wenn, und wir sind alle im öffentlichen Bereich tätig, wenn Mittel zur Verfügung gestellt werden, jetzt zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden, dass die Menschen ganz einfach ein Anrecht darauf haben, dass sie bestmöglich serviciert werden, dass ihnen bestmöglich Sicherheit geboten wird. In diesem Sinne herzlichen Dank für die Initiativen, auch für die Gespräche und für die Anregungen, die hier stattgefunden haben. Und wir sind alle bemüht, hier diese Vorgaben und diese Themen aufzugreifen und in weiterer Folge natürlich auch abzuarbeiten. Danke. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, es wurde einige Male heute schon erwähnt, die Zusammenarbeit, und ich glaube auch, dass man das auch im Burgenland erkennen kann, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Herrn Landeshauptmann und meiner Person funktioniert, und ich möchte mich natürlich auch bei Herrn Bundesminister bedanken, der natürlich vollste Unterstützung zusagt und selbstverständlich auch für vollste Unterstützung immer da ist. Ja, die Sicherheit im Burgenland hat höchste Priorität. Wir haben ein neues Hauptreferat Sicherheit, das mittlerweile schon bekannt ist. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Zusammenarbeit mit den Einsatzorganisationen eine sehr wesentliche, korrekte und gute ist. Ob das jetzt die Feuerwehr ist, das Rote Kreuz ist, Samariterbund, ob das die Bezirkshauptmannschaften sind, Landesamtsdirektion, also es funktioniert wirklich einwandfrei. Der Herr Landeshauptmann hat es vorhin schon erwähnt, es werden neue Arbeitsplätze geschaffen, hauptsächlich wahrscheinlich burgenländische Arbeitsplätze, zum größten Teil burgenländische Arbeitsplätze, das darf man auch nicht vergessen.
Und auch die Landessicherheitszentrale wird eine Aufwertung bekommen. Das heißt, es wird ein neues Kartwarnsystem geben. Im Bereich der kritischen Infrastruktur muss man mehr unternehmen. Das heißt, es bewegt sich einiges. Und insgesamt ist es auch so, dass durch das neue Hauptreferat Sicherheit natürlich der Bereich Sicherheit so sehr in das Blickfeld rückt, dass man sich natürlich auch ständig Gedanken macht, was können wir tun, was können wir noch verändern, wo können wir noch besser werden. Und das war auch der Sinn und Zweck anfänglich, wie wir mit der Zusammenarbeit begonnen haben. Ich möchte mich bei allen Rettungsorganisationen recht herzlich bedanken. Wer hätte sich das damals gedacht, vor 2 Jahren, dass Hunderttausende Menschen versorgt werden können. Also das war wirklich eine erstklassige Leistung, wo österreichweit man wirklich positiv auf das Burgenland geblickt hat. Also wir im Burgenland stehen wirklich gut da. Wir werden uns selbstverständlich noch verbessern und insgesamt, wie gesagt, herzlichen Dank an alle Einsatzorganisationen im Burgenland. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, geschätzter Herr Bundesminister, sehr geehrter Herr Landeshauptmann, Stellvertreter, geschätzte Damen und Herren. Zunächst einmal ist es ein richtiger Wohlfühltermin, wenn man in das Burgenland kommt. Das Burgenland ist, wie der Herr Landeshauptmann ausgeführt hat, das sicherste Bundesland in einem der sichersten Länder weltweit. Ich glaube, jeder von uns, der ins Ausland reist, kann das nur bestätigen, wenn er zurückkommt, wie sicher das Land ist. Aber lassen Sie mich das an einer einzigen Zahl einmal festmachen, wie stolz man auch darauf sein kann, was wir gemeinsam auch in den letzten Jahren geschaffen haben. Wenn ich mir anschaue, die Zahl aus dem Jahr 2007 im Bereich der Einbruchskriminalität, das ist jener Bereich, der den Menschen besonders wehtut, da haben wir noch rund 230 derartige Einbrüche im Burgenland gehabt. Und im gemeinsamen Zusammenwirken mit dem Land, mit dem Heer, mit der Polizei, aber auch mit vielen anderen Organisationen ist es gelungen, das auf rund 140 Delikte herunterzudrücken. Dieser Wert im Vergleich zur Bevölkerung ist einzigartig in Österreich. Burgenland ist damit ganz klar der Spitzenreiter und Herr Landeshauptmann, ich glaube, genau diese Kooperation, die wir heute auch beim Sicherheitsgipfel gesehen haben, ist es, dass es überhaupt ermöglicht, dass wir diese Sicherheit der Menschen gewährleisten. Aber wenn wir eine so positive Bilanz haben, dann muss man auch genau hinschauen, wo sind die Themen, die uns massiv beschäftigen. Es wurde bereits angesprochen, es ist unter anderem der Bereich der Digitalisierung der Gesellschaft insgesamt. Wir haben im Bereich der Cyberkriminalität einen Anstieg von rund 38%, auch hier im Burgenland. Das bedeutet, dass wir uns als gesamte Gesellschaft auch darauf entsprechend vorbereiten müssen. Ich glaube, im Verteidigungsressort und im Innenressort haben wir das in der Vergangenheit sehr gut partnerschaftlich auch getan. Es wurden einerseits im Verteidigungsressort das Cyber Defense Center und im Innenministerium die entsprechenden Cybersicherheitszentren eingerichtet, damit wir auch auf diese Gefahren reagieren können. Wir haben es in den vergangenen Tagen bei dieser Cyberattacke auch wieder bewiesen, dass wir in der Kooperation mit den Ländern, mit der Wirtschaft auch schnell und gut reagieren konnten. Der zweite große Themenbereich ist für uns natürlich auch der Bereich Migration. Und ich möchte das wieder anhand einer einzigen Zahl plastisch auch darstellen. Wir haben eines gesehen, dass wir beispielsweise während der Migrationskrise hatten wir an einem Tag 20.000 Menschen, die hier im Burgenland über die Grenze gekommen sind. Und wir haben heuer im gesamten Jahr in Gesamtösterreich, also sowohl über die Route über Italien als auch über die Balkanroute, insgesamt 11.000 Personen rund aufgegriffen. Das zeigt diese Maßnahmen, die wir einerseits in Österreich an der Grenze setzen, aber auch international in der Kooperation mit unseren Partnern gesetzt haben, die wirken tatsächlich und schaffen auch ein Sicherheitsniveau, das sich auch entsprechend ansehen lassen kann. Der dritte Themenbereich des Terrorismus ist eine ganz ernstzunehmende Sache. Wir sind bis dato verschont geblieben von dieser Tatsache, aber wir haben auch in der Vergangenheit wahnsinnig viel dafür getan. Ich möchte nur ein Beispiel dafür anführen. Wir haben einen Schüler gehabt, der geplant hat, auch eine entsprechende Bombe am Westbahnhof zünden zu wollen.
Und aufgrund der guten Kooperation mit den Schulen ist es auch gelungen, dass wir hier einen entsprechenden Hinweis bekommen haben, um diesen Jugendlichen dann im Vorfeld in seiner Vorbereitungshandlung bereits entsprechend dingfest machen zu können. Das heißt, wir haben hier unterschiedliche Themenbereiche und eines zeichnet all diese Themenbereiche aus, dass wir nur gemeinsam für die Sicherheit sorgen können. Wir haben auch hier ein entsprechendes Projekt im Innenministerium gemeinsam mit den Ländern, gemeinsam mit vielen, vielen Partnerorganisationen gestartet, weil wir eines ganz klar sehen. Die unterschiedlichen Herausforderungen können nur gemeinsam bewältigt werden, wenn wir die unterschiedlichen Standpunkte, die unterschiedlichen Sichtweisen, aber vor allem auch die unterschiedlichen Kompetenzen, die es sowohl im privaten Bereich als auch im öffentlichen Bereich bündeln, damit diese Sicherheit und dieses hohe Sicherheitsniveau, das wir heute haben, auch in Zukunft gegeben ist.